Was geht ab, meine Seafighter, außer dir? Und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Agel-Godku im Vergleich zum Strength-Godku. Stellen beide hier auf einen Vergleich, gucken, welchen Charakter spielt man wo, was haben die Charaktere drauf. Denn im gestrigen Video haben wir uns angesehen, welchen der Charaktere man sich aus den 77 Charakteren, die wir momentan free bekommen, aus den Giftcards holen könnte oder welche davon eben gut sind. Und herauskristallisiert hat sich sowohl Strength-Godku als auch Agel-Godku, und dementsprechend gucken wir uns heute mal beide an, damit euch vielleicht eine Wahl zwischen den beiden dann leichter fällt, falls ihr euch für einen entscheiden wollt, müsst, oder falls ihr quasi beide holen könnt, könnt ihr das auch machen, aber dann werden wir uns auch noch ansehen, was sie auf 100% drauf haben. Es wird von beiden einen 100% Showcase geben, damit ihr euch vielleicht dann da noch zusätzlich entscheiden könnt, okay, du, den könnt ihr auch auf 100% bringen, denn der macht so, der so und so viel Schaden, der hat das und das drauf auf 100%, damit ihr quasi beide mal in der Analyse haben, im Vergleich und in dem 100% Showcase, würde ich mal sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und legen direkt los. Nun, wir haben den Strength-Godku und den Agel-Godku, sie sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich, Freunde. Einzige, was sich unterscheiden, sind mehr oder weniger in ihrer Spielweise und in einem Link-Skill, in den Stats und am Buff der Ulti. Aber gucken wir uns hier mal an der Stelle zum Anfang den Strength Godku an. Die Sets seht ihr, knapp 16.000 HP sind auf jeden Fall nice, 13.700 Angriff, 8.000 Verteidigung. Durch den Leader Skill gibt er hier jedem, er ist Super Strength Type, by the way, natürlich, sehen wir. Er gibt jedem Typus Keep Psy auf HP Attack und er 40%. Mit der Ulti macht das Supreme Damage und erhöht seinen Angriff und die Verteidigung um 30% für 3 Runden. Ist an der Stelle ein Double Stack, ganz kurz, wie funktioniert das Ganze? Sagen wir mal so, in Runde 1 startet er eine Super Attack, dann bekommt er erst nach der Super Attack, nachdem diese Super Attack vollführt wurde, bekommt er Angriff und Verteidigung 30% für 3 Runden, damit er, wenn er wieder in die Runde reinkommt, in die dritte Runde, diesen Buff der letzten Runde hat und dann bekommt er, wenn er wieder ultet, nach der Ulti diesen Buff wieder. Also redet dann, man da, wenn mich nicht alles täuscht, bei einem oder von einem Double Stack an der Stelle. So funktioniert das mit der Ulti. Passive ist folgendermaßen: Wenn er eine Super Attack startet, bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Das aktiviert sich natürlich, wenn er die Super Attack startet, wie gesagt. Und Potential System, Dupe System, würde ich bei ihm empfehlen, auf Crit zu gehen. Ich habe jetzt 14 Crit genommen, 12 Additional Attack, um ihn da ein bisschen mit dem Ulti-Buff hier auszuhelfen. Aber ihr dürft nicht vergessen, so ein Additional Attack ist ein hat eine Chance auf einen Additional Attack, die dann nochmal eine Chance hat, ein Super Attack zu sein. Also man kann auch ruhig ohne Bedenken bei ihm auf 20 Crit gehen, 6 Additional Attack. Das wäre auf jeden Fall auch fein. Ich habe das jetzt mal so gemacht, ja, wegen dem Buff der Ulti. Aber ich würde da auch vielleicht im Nachhinein auf direkt konstant 20 Crit gehen, dass er dann 40% die Chance zu critten und 6 Additional Attack wären 12% Chance, eine Additional Attack zu starten, die dann noch eine weitere Chance hat, eine Super Attack zu sein. Wisst ihr, was ich meine? So, links haben wir Godly Pause, 15% auf den Angriff, Shotgun Speed sind Keep Plus 3, Super Saiyan sind 10% auf den Angriff, Over the Flash, Keep Plus 3, Warrior God 10% auf den Angriff, The First Awaken 25% auf den Angriff und 4 Spell sind 15%. In den Kategorien ist er vertreten in den Realm of Gods und Pure Saint. So viel zu unserem Boy. Gehen wir mal rüber zu den AGL-Godku. Die Werte seht ihr hier. Der ist ein bisschen mehr so ein Overall. 13.400 HP, 13.000 Angriff. Sein Angriffwert ist nice. 10.000 Verteidigung. Ist ein bisschen tankier als der Strength. Leader Skill ist genau gleich wie der vom Strength. Super Attack hier unterscheidet sich. Er macht auch Supreme Damage, aber sein Buff ist anders, nämlich er erhöht seinen Angriff. Und jedes Mal, wenn er ultet, erhöht er seinen Angriff, das ist, kann man quasi stacken, ist eine Kalkenmechanik, das kann man ja quasi, also sozusagen unendlich stacken, aber ein Event dauert nicht allzu lang, sag ich mal. Anyway, und ja, Passive ist genau gleich wie die vom Strength Godku. Wenn er eine Ulti startet, Attack und auf 80%. Bei ihm bin ich auf 15 Crit gegangen, 11 Additional Attack. Ich würde nicht wegen der Ulti auf 20 Additional Attack gehen, 6 Crit, sondern wirklich so, wie ich das gemacht habe, auf mehr Crit, 15 Crit, 11 Additional Attack. Warum? Denn wie gesagt, er kann zwar seinen Angriff stacken, aber das ist so ein Event, dauert nicht allzu lange. Und deswegen würde ich ihn vorneweg schon direkt mehr Chance geben zu critten. Das sind in dem Fall 30%ige Chance zu critten, 22%ige Chance, Additional Attack zu starten. Und die hat ja dann auch noch eine Chance, eine Ulti zu sein. Also man hat nicht immer die Garantie direkt, dass eine Ulti ist. Deswegen würde ich da empfehlen, auf mehr Crit zu gehen. Links sind wirklich genau gleich wie vom Strength Godku, außer von einem Links hier unterscheiden sie sich, das ist nämlich The First Awaken, das hat er nicht. Statt The First Awaken hat er Kamehameha, ich hab das gerade komisch gesagt. Anyway, und zwar, dieser Linkskill bekommt er auf den Angriff 2500, wenn er eine Ulti startet. Und in den Kategorien ist er vertreten, Realm of Gods und Pure Saiyan. Aber zusätzlich dazu Universe Survival Saga und Representatives of Universe 7, Freunde. Okay, jetzt, wie gesagt, sie sind sehr ähnlich, haben wir uns gerade angesehen, betrachten können.
aber wie spielt man sie? Die Spielweise ist ein bisschen anders. Nämlich, um es gut zu fassen, den Strength God Ku, den spielt ihr in einem Dream of Gods Team. Warum? Denn er ist ein guter Partner für Ultra Instinct Goku. Er hat nämlich Godly Power für Ultra Instinct Goku, Over the Flash, Fierce Battle und ganz, ganz wichtig, The First Awakens sind 25% für Ultra Instinct Goku. Das hat der Argel God Ku nämlich nicht, deswegen ganz easy. Nimmt man ihn in einem Dream of Gods Team, den Strength God Ku, als Buddy für Ultra Instinct Goku. Ob ihr dann diesen Boy als Partner in eine Rotation lässt mit Ultra Instinct Goku oder rein und raus rotiert als Rotationscharakter, ist mehr oder weniger euch selbst überlassen. Er macht seinen Job aber quasi in dem Sinne richtig, dass er sich mit Ultra Instinct Goku gut linkt. Genau. Den Argel God Ku auf der anderen Seite spielt man dann nicht in einem Dream of Gods Team. Kann man natürlich, so ist es nicht, aber da ist der Strength besser aufgehoben wegen den Linkskin The First Awaken. Der Argel würde dann Goku Kamehameha geben, aber Kamehameha Linkskin im Vergleich zu einem 25% auf den Angriff wie The First Awaken, da ist The First Awaken besser und deswegen vor der Dream of Gods spielt den Strength God Ku. Den Argel God Ku aber auf der anderen Seite, der ist gut aufgehoben in einem Universe Survival Saga Team oder Representative of Universe 7 Team. Ich spiele ihn lieber in einem Representative of Universe 7 Team. Warum? Weil er quasi den besseren Boost hat, aber da hat es auch ein, zwei Charaktere, die Shocking Speed und Over the Flash haben. Universe Survival Saga auch. In Universe Survival Saga auch. So ist es nicht. Er ist mehr oder weniger Universe Survival Saga und Represent of Universe 7. Da sind die Charaktere, die Stammcharaktere mehr oder weniger gleich. Also er ist in beiden Teams wirklich gut aufgehoben. So ist es nicht. Aber in Represent of Universe 7 hat er einfach den besseren Leader Skill. Deswegen werden wir ihn heute in diesem Team spielen. In Pure Saints, Freunde, kann man beide Charaktere spielen. So ist es nicht. Sei es Argel God Ku oder Strength God Ku, beide in einem Team kann man ja nicht spielen, sie haben denselben Namen. Aber da fällt es dann auf die Wahl, wie sieht euer Pure Saint Team aus? Habt ihr da einen Charakter, der The First Awaken hat, nehmt ihr Strength God Ku. Habt ihr das nicht, aber einen Charakter, der Kamehameha hat, zum Beispiel wie der Argel Super Saiyan Goku, dann nehmt ihr zum Beispiel Argel God Ku. Ja, also da zu der Spielweise haben wir das geklärt, wo man welche Charakter spielt, um es kurz zu fassen. Sie sind sich sehr ähnlich, die Charaktere. Sie unterscheiden sich lediglich quasi in ihren Stats, an ihrem Buff, der Ulti und an einem Linkskill und in Kategorie natürlich. Wegen Ultra Instinct Goku, sage ich mal, spielt man den Strength God Ku in einem Dream of Gods Team und in Argel God Ku spielt man dann quasi in einem Universe Survival Saga Team oder Representative of Universe 7 Team. Heute werden wir in einem Dream of Gods Team den God Ku, den Strength God Ku folgendermaßen showcasen. Ich werde ihn in einer Rotation halten mit Ultra Instinct Goku. Wenn Evo Vegeta und Vegito oder Vegito Blue reinkommt in die Rotation, dann hat er noch legit jeden Linkskill aktiviert, weil er dann noch zusätzlich bekommt, also was ein Angriff jetzt angriffbasiert ist, weil er dann noch zusätzlich Super Saiyan und Warrior Gods bekommt. Das wird interessant zu sehen, was der drauf hat. Und den anderen Boy showcasen wir im Representatives of Universe 7 Team. Hier an der Stelle lasse ich ihn mit Kaioken Goku Blue in eine Rotation. Da bin ich auch drauf gespannt, was dann hier zustande kommen wird. Dementsprechend lasse ich mich mal alles vorbereiten und wir sehen uns gleich wieder. Alles klar, Freunde, und wir sind im Boss Rush Event, in dem vom Bardock, also wo wir mit Bardock anfangen. Und direkt am Anfang haben wir perfekte Rotation. Die teilen sich wirklich jeden Links hier an der Stelle, wenn mich alles täuscht, nämlich Goku Blue und God Ku. Wir haben hier aktiviert außer Godly Power. Okay, perfekt, wusste ich es. Außer Godly Power, aber dafür wird dann Ultra Instinct Goku hoffentlich sorgen, wenn er reinkommt in die Rotation. Dann machen wir das Ganze mal so und gucken, was der Boy hier an der Stelle drauf hat. Und genau. Dann gehen wir quasi im Vergleich dazu mit dem Strength God Ku in Ring of Gods Team natürlich noch rein. Der Boy hat natürlich jetzt einen besseren Boost auf alles. 100 und auf 1 Million kommt er, nice. Auf alles 177% und 1,2 Millionen Crit. Also beide Charaktere sollten auf 1 Million kommen. So im Schnitt, das macht sich schon gut. Jeder Charakter, der so auf 1 Million kommt, sage ich mal, der ist gut. Ja, mehr oder weniger. Also da könnt ihr ohne Bedenken mit dem Charakter spielen, so ist nicht. Was heißt mit dem Spielen? Auch die anderen Charaktere sind gut, Freunde, aber falls man sich fragt, welcher Charakter ist gut, so momentan jeder Charakter, der 1 Million Schaden macht. Was natürlich, wenn man gut im Vergleich setzt mit Schaden, ne? Da wisst ihr aber auch auf jeden Fall Bescheid, denke ich. Alright, 3,1. Ja, der hat jetzt den Attack Down nicht drauf, weil wir gesealt wurden mit C17. Aber anyway, es geht nicht um LRGF heute, sondern um AGL, God Ku und Strength God Ku auf 100%. Wir haben sie uns analytisch beide angesehen, verglichen, Freunde. Haben wir gesagt, wie gesagt, sind sehr, sehr ähnlich. Strength, um es kurz zu fassen, in Dream of Gods Team, den AGL in Universe Survival Saga oder Representative of Universe 7. Und jetzt, Freunde, haben wir quasi jeden Linkskill aktiviert von unserem Boy AGL God Ku Godly Power durch UI. Also was jetzt, sage ich mal, wichtig ist für den Angriff. Das meine ich mit jedem Linkskill. Super Saiyan durch Kaioken Goku Blue, Kamehameha durch beide. Warrior Gods ebenso durch Kaioken Goku Blue und Fierce Battle ebenso beide. Jetzt bin ich gespannt, wir haben Typen Vorteil. Kaioken Goku Blue nimmt ihn hoffentlich nicht raus, ich denke nicht. Und dann haben wir eigentlich schon das beste Szenario für Argel God Ku, heißt, wir können dann direkt rüber zu Strength God Ku
Sehen wir mal, was er hier drauf hat hier an der Stelle. Hey, du, mach mal langsam, bitte. Okay, nice. 1,25. Er hat mehr als Kokomuk Blue, Freunde. Und Sayonara. 1,5 Millionen Crit, Freunde. Soviel zu Agai Gotku. Wir switchen rüber zum Strength. Und da sind wir auch schon mit dem Strength Gotku am Start in den League of Gods Team. Nachteil hier ist, er hat einen schlechteren Leader Skill. Also, so schlecht ist er jetzt auch nicht, natürlich. Keep Moin. Die halten ihn mal mit Evolution. Nicht Evolution, sondern mit Tech Vegito Blue. Denn Tech Vegito Blue, unser Boy an der Stelle. Der findet es toll. Moment. Machen wir das Ganze so. Weil Tech Vegito Blue hat Over the Flash. Und Over the Flash hat auch unser Boy Strength Gotku. Evo Vegeta prepared for battle. Und unser Boy, wie heißt der Dackel jetzt? Strength Gotku hat das nicht. Okay, auf knapp 1 Million hier an der Stelle. Aber wenn er Crit raushaut, dann kommt er sicherlich auf 1 Million, sonst nicht. Genau, wo, was soll ich sagen? Genau, wir haben, ja, Keep plus 3, 150%. Agel Gotku hatte 177% auf alles. Jedoch hat unser Strength Gotku hier den Vorteil, wenn alles stimmt, hat er noch The First Awaken und er hat auch Supporter hier in diesem Team. Also, da kann man auf jeden Fall auch Gutes von ihm erwarten, sage ich mal. Ah, wir hatten jetzt leider hier Typenvorteil. Ich weiß nicht, ob die beiden Jungs ihn rausnehmen, aber ich denke und schätze nicht. Gucken wir mal einfach mal. Und dann gehen wir, ja, gutes Szenario, um Strength Gotku Show zu casen, wäre zum einen, wenn alle Links hier getriggert sind. Das werden wir nächste Runde, das werden wir erst schaffen, wenn ein Ultra Instinct Goku in die Rotation kommt. Aber ihr seht es schon, man kann ihn aber auch mit Tech Vegito Blue in eine Rotation lassen, weil die teilen sich auch wichtige Linkskill. Fierce Battle. Fierce Battle, Super Saiyan Warrior Gods und Over the Flash. Mit ihm könnt ihr ihn auf jeden Fall auch lassen im Ring of Gods Team. Durch Ultra Instinct Goku oder für Ultra Instinct Goku an sich ist halt ein guter Partner. So, Freunde, und das echt. Oh! Warum schrei ich? Ah, jetzt sitzt! Guck mal, genau, ihm fehlt nämlich Godly Power und The First Awaken, aber durch Toppo bekommt er noch Godly Power und hat einen Support Boost. Also. Da werden wir jetzt Gutes sehen. Da werden wir jetzt Gutes sehen von Strength Gotku, das sage ich euch. Das wird auf jeden Fall nice jetzt für ihn. Das wird das, okay, guck, man kann ihn tatsächlich auch ganz cool in dem League of Gods mit Tech Vegito Blue halten, so ist nicht. Der liegt sich echt nice. Dem fehlt dann quasi Godly Power und The First Awaken. Hätte Ultra Instinct Goku, aber ja, ihr seht schon. Ist ein guter Body für Ultra Instinct Goku. 1,5, was? Das ist dann eben der Vorteil an Strength Gotku, wie ich meinte, weil er eben diese Support hat und besseren Angriff Stat und bessere Angriff Link Skills. Ach du Heilige. Oh mein Gott, das war schon ein sehr, sehr solider Wert. Nachher wird noch Ultra Instinct Goku mit reinkommen, aber ob Ultra Instinct Goku dann das Ruder dreht, ob wir die 1,5 knacken, weiß ich nicht, weil wir dann den Supporter nicht haben. Aber was ich dann machen werde, ist, im Vergleich mal zu lassen, Ultra Instinct Goku, also eigentlich hätte man Ultra Instinct Goku mit Strength Gotku, das werde ich dann machen. Und dann, wenn dann Toppo wieder reinkommt, wie das dann ganz aussieht. Weil mit Tech Vegito Blue war das auf 1,5. Da bin ich jetzt mal drauf gespannt, was Strength Gotku drauf haben wird, um ehrlich zu sein. Da bin ich echt drauf gespannt. Vor allem, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall Like da. Und falls ihr neu hier seid, dann drückt auch auf den Abo-Button, wenn euch das Ganze gefällt, Freunde. Und zwar hier haben wir jetzt Boom, Alter. Boom. Wir haben jetzt legit eigentlich alles getriggert. Godly Power durch OI, Shocking Speed. Also was Angriff anbelangt, jetzt sag ich mal. Over the Flash auch durch beide. Warrior God 10% First Awakening durch OI und Fierce Battle durch beide. Das wird jetzt nice zu sehen. Da bin ich jetzt interessant, was der jetzt raushauen wird. Wird wahrscheinlich nicht an die 1,5 drankommen, weil wir keinen Support haben. Aber bin trotzdem gespannt, was jetzt abgehen wird, Freunde. Und dann, wie gesagt, will ich noch ein Szenario ansehen, wo dann hier noch Toppo reinkommt mit dem 35% Boost auf Angriff und Verteidigung. Und dann dass er mit, wie heißt der Boy, UI in einer Rotation ist. Da bin ich auch drauf gespannt zu sehen, was das Ganze ausmachen wird. 1,3 aufgerundet ist auch brutal, Freunde. Alle Links getriggert ohne Boost. Aber der hat mir noch nicht gecrittet. Hoffentlich hebt er sich das auf für das Szenario mit Toppo. Hoffentlich macht er das. Komm schon. Sag mir, dass du das machst. Komm schon. Das wäre sonst schade, wenn er kein Crit kommt. Auf dem Radar war wirklich nice. 1,5 auf dem Radar hatten wir bei dem. Das war auf jeden Fall sehr solide. Jetzt packen wir mal Toppo raus und die Jungs sollen mal ein bisschen langsam machen. Ah, ich komme nicht. Ja, die werden alle ulten. Ich kann das nicht verhindern. Anyway, was soll's. Genau. Ja, guck mal. Lass dir mal das Szenario mit Toppo kreieren, dann sehen wir uns gleich wieder. Machen wir es so. Ja, Freunde, vielleicht schauen wir uns auch mal das Szenario an. Das ist quasi jetzt mit Whis ohne Toppo auf. Boah, Ultra Instinct Goku auf 1,7. Also Ultra Instinct Goku, der profitiert natürlich auch sehr, sehr gut von Strength Gotku. Ja, so ist nicht. So ist nicht. Aber Strength Gotku hier ohne Toppo mit Whis an der Stelle. 1,37. Okay, ich will das mit Toppo sehen. Ich will das mit Toppo sehen auf jeden Fall. Ich will das auf jeden Fall mit Toppo sehen, was hier abgeht. Und kein Crit. Okay, okay. Aber Edition Ulti. 1,45. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Das hat, weil, wie gesagt,
nach der ersten Ulti hat er seinen Buff bekommen. Erst danach. Und dadurch, dass er eine Edition Ulti gestartet hat, hat er den Buff auf der zweiten Attack 130%. Nice, nice, nice. Okay, aber jetzt rüber zum Top-Szenario. Alles klar, Freunde, und wir haben das Szenario. Und jetzt setze ich sogar noch einen drauf, nämlich, also ich habe in der letzten Runde schon geultet, heißt, wir haben den Buff von der letzten Ulti. Aber, was meine ich mich, ich setze einen drauf, ihr habt es gemerkt, ich lasse zuerst Topo ulten, den Topo erhöht für eine Runde den Angriff aller Verbündeten zusätzlich um 25%. Also das ist jetzt quasi das Maximum, was wir vom Chef God erwarten können. Er hat jetzt schon 200.000 Angriff. Jetzt bin ich gespannt. Topo sollte ihn nicht umhauen, ich hoffe, wehe. Wir haben sogar Typenvorteil. Das ist wirklich das beste Szenario für unseren Boy Strength Godko. Ein Crit wäre auf jeden Fall solide, aber auf dem Radar sollte es auch auf jeden Fall eskalieren. Komm schon. 1,62 Millionen, Freunde. 1,62 Millionen hier an der Stelle. 1,6. Leider haben wir von unserem Boy keinen Crit gesehen, aber 1,6, Freunde, auf dem Radar. Er hat in der Passive nur Attack 80%. Aber ihr merkt schon, durch die Linksgeist, durch das Setup im Ring of God Team, merkt ihr auch schon nochmal zusammengefasst, die Godkus sind wirklich, also Agent und Strength sind sich sehr, sehr ähnlich. Strength Godku spielt ihr auf jeden Fall wegen seinen Linksgeist Setups und so weiter und so fort. Wegen der Synergy in dem Realm of Gods Team und in AGL könnt ihr Represent auf Universe 7 oder in Universe Survivor Saga Team spielen, Freunde. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.